Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crop FM. Der Alienjäger ist der Titel der heutigen Sendung und Wladislav Raab mein Gast. Heute gibt es wieder den Cropcom, jenem Live-Chat, mit Hilfe dessen sich Hörer dieser Sendung live am Gespräch beteiligen können und vor allem im zweiten Teil der Sendung dann auch Fragen stellen können, die ich gerne an den Gast weitergebe. Und wir hören dann seine Antworten live. Cropcom, erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at, cropfm.at. Und dann oben auf den Cropcom-Button klicken, der schon freudig blinkt. Ja, ein Ding wird herausgefunden, dass man diesem CD-Player die Tonhöhe verstellen kann und hat das getan und naja gut, okay, also der Jingle hinten ist verstimmt. Wie auch immer, die News von Crop FM, wie immer am Anfang der Sendung, den Newsletter kann man bestellen auf der Startseite, E-Mail ebenfalls, Link von der Startseite aus, es gibt einen Podcast zu dem Ganzen und man kann sich ebenfalls von der Startseite aus dazu den Link holen, den RSS-Feed. verwirrt mir ein bisschen da im Hintergrund. Das ganze landet natürlich im Archiv, wenn das Ganze abgedreht ist. Es gibt dem Ganzen ein Forum, betreut von Valadur Anam, die Razor und vielen weiteren Postern, die da tolle Sachen posten immer wieder. Und einer der Poster war auch mein heutiger Gast, Grey Hunter. Irgendwie hat er dermaßen viel sehr interessante Dinge gepostet und eine dermaßen tolle Website, dass ich mir gedacht habe, lade ich ihn doch ein, denn der ursprüngliche Gast, Thomas Ritter, musste leider absagen. Matthias Töpfer hat das Coverbild gemacht, hat er eben nicht. Das konnte man dann leider nicht verwenden. Ja, und auf der Startseite findet sich auch ein Spendenbutton und danke an alle, die ihn schon wahrgenommen haben. Und das Coverbild von Matthias Töpfer werden wir aber sicher irgendwann einmal einsetzen können, denn es wäre auch diesmal wieder gut gelungen. Das Coverbild jetzt ist ein Bild von Wladislav, das er mir zur Verfügung gestellt hat und man sieht ihn in einer Denkerpose. Klingt echt interessant. Mysticum Webmagazin gibt es in der März 2010 Ausgabe. Der Vatikan und die Außerirdischen von Lars A. Fischer, Fischinger heißt ein Artikel. Und wenn das UFO dem Blick folgt, von Floco Tausin ein anderer. Und dann gibt es noch vieles mehr zu beziehen, gratis wie immer auf www.mysticum.at. Skinwalker Ranch, das ist ein älterer Artikel auf dem Blog von meinem heutigen Gast. Hotspot ist eine Farm im ländlichen Teil des Staates Utah, gute 150 Meilen von Salt Lake City entfernt. Diese Farm wurde 1994 von der Familie Gorman, der Name ist ein Pseudonym, erworben und seitdem man bewirtschaftet. Sie liegt in einer Region, die sich Uinta Basin nennt und seit den 50er Jahren für eine extrem hohe Zahl von UFO-Sichtungen bekannt ist. Und dazu kamen ja auch Fragen und über die
Utah Ranch, die Skinwalker Ranch, werden wir heute sicher auch sprechen. Ja, ein Streit um Verschwörungstheorien ist auf der Uni, um Verschwörungstheorien am Uni IBK. Die Innsbrucker Politologin Claudia von Werlhoff äußerte in einem Interview den Verdacht, das Erdbeben in Haiti könnte von den USA ausgelöst worden sein. Der Institutsleiter bezeichnet das als Verschwörungstheorie und Schaden für das Institut. Maschinen, die künstliche Erdbeben auslösen, sind Ausgangspunkt für heftige Diskussionen. Solche Maschinen sollen in einem Militärforschungszentrum in Alaska existieren. Ich denke, ich weiß, welches da gemeint ist. Und dazu benutzt werden, Erdölreserven aufzuspüren. So könnte nach Ansicht der Innsbrucker Wissenschaftlerin Claudia von Werlhoff das verheerende Erdbeben ausgelöst worden sein. Inklusive anschließendem Einmarsch von 10.000 US-Soldaten in Haiti, wie sie sagt. Der Erinnerung auf der Spur ist man immer mehr. Die bildgebenden Verfahren haben der Neurowissenschaft ein riesiges Betätigungsfeld eröffnet. Auch der Traum vom Gedankenlesen, also von außen zu sehen, was innen gedacht wird, ist damit in greifbare Nähe gerückt. Die Interpretation von Gehirnbildern ist nicht ganz unumstritten, aber die Erfolge häufen sich, vor allem wenn man diese Arbeit Computern überlässt. Immer größere Rechenleistungen und die Entwicklung geeigneter Verfahren helfen bei der Auswertung der Bilder. Es gab da auch schon im November 2009 einmal einen Artikel auf Grenzwissenschaft aktuell, den ich verlinkt hatte. Und hier der nächste, also diese Technologie scheint offenbar wirklich in die Nähe zu rücken. Wozu braucht man dann noch Bodyscanner? Man hat dann einfach Brainscanner und weiß, was derjenige denkt. Auf Obskuristan denkt man nach, diesmal mit Armin Risi. Schon das zweite Mal Nachdenken mit Armin Risi, der ja unlängst ein wirklich meiner Meinung nach herausragendes Buch rausgebracht hat, Der radikale Mittelweg. Bin noch nicht ganz durch, aber ich muss sagen, es sind aber sehr, sehr inspirierende Dinge, die ich da bisher gelesen habe in diesem Buch. Und er gibt in diesem Buch auch Auswege aus dem Dilemma, was ja nur selten passiert. Und ja, auch Walter scheint da angetan zu sein von dem letzten Werk von Armin Risi und widmet ihm dem letzten Artikel. Und Armin Risi wird ja, wie auch in dem Artikel von Walter schon zu lesen ist, am 9. April live zu Gast auf Crop FM sein. Er kommt dazu sogar nach Graz, verbindet es gleich mit ein paar anderen Dingen, nach einem Live-Vortrag, der da im Rahmen vom Grenztreff Graz wahrscheinlich organisiert wird. Das kann man dann eher auf der Grenztreff-Website nachlesen. Und bei mir kann man ihn dann hören und auf das freue ich mich natürlich schon ganz besonders. Und jetzt als Einstimmung ein Artikel auf Obskuristan, der Partnerwebsite von Crop FM. Ja, und eine weltweite Umarmung will man organisieren. Ich denke, das ist eine gute Idee. Am 21. März soll eine weltweite Umarmung stattfinden. In Amsterdam, Jerusalem, La Paz, Rom, Hiroshima und Köln ist es schon fix eingeplant. Und ich denke, auch in Graz könnten die Menschen eine kräftige Umarmung vertragen und vielleicht werden sie immer mehr. Und am 21. März dann die große globale Umarmung. Und irgendwas also ist an diesem Jingle heute anders. Ich habe es noch nicht ganz rausgefunden, aber okay. Klingt nämlich ganz lustig. Vielleicht wird den meisten der Unterschied gar nicht auffallen. Ich habe das schon sehr oft gehört. Egal, hier geht es jedenfalls gleich weiter mit dem Grey Hunter, der Alienjäger, jetzt gleich live auf Crop FM. We'll be right back.
Der 1970 in St. Petersburg, Russland geborene Forscher und Autor Wladislav Raab beschäftigt sich seit rund 30 Jahren mit dem UFO-Phänomen. Sein Arbeitsschwerpunkt sind Falluntersuchungen, UFO-Entführungsfälle und Begegnungen mit fremdartigen Wesen. Und er lebt heute in München und ist jetzt live zu Gast hier bei mir auf Sendung. Hallo Wladislav. Hallo Tarek. Grüß dich. Schön, dass du heute Zeit hattest, um mit uns ein bisschen zu plaudern hier. Danke, dass ich dabei sein darf. Oh, sehr gerne. Du bist da ja wirklich in letzter Sekunde sozusagen eingesprungen an dem Abend, an dem ich den Ankündiger schreiben wollte. Kam die Absage und du hast dich da spontan bereit erklärt und ich glaube, das wird heute sehr spannend. Könntest du mir einen Gefallen tun? Ja. Könntest du ein bisschen lauter sprechen? Ja, oder? Das habe ich befürchtet. Allzu laut, viel lauter geht es leider nicht, sonst übersteuert das Ganze. Okay. Okay, ich hoffe, du kannst mich halbwegs verstehen. Ja, ich würde mich melden, wenn dir irgendwas untergeht. Okay, also wenn du mir wirklich, ein bisschen was kann ich da schon noch drehen, aber schauen wir mal, wie wir da zurande kommen. Ich hoffe, du verstehst mich dann halbwegs. Jetzt kann ich dich gut hören. Ja, okay, ich habe jetzt ein bisschen was gedreht hier. Okay. Bitte. Wie bist du denn eigentlich zu diesem Thema gekommen? Du beschäftigst dich ja schon seit wirklich 30 Jahren damit, also ja. Im zarten, wir sind ja ein paar Monate bin ich älter, ja. Aber wir sind ja nicht weit auseinander, beide geboren 70 und im zarten Alter, glaube ich, von 8 Jahren hast du begonnen, dich dafür zu interessieren und seither hat es dich nicht mehr losgelassen. Das ist soweit korrekt, ja. Ja, was war denn da so der Einstieg und wie ging es denn dann da so weiter? Ja, es fing eigentlich ziemlich trivial an. Ich war ja 1978 wie alle anderen natürlich dann auch in der Schule und damals eben großer Star Wars Fan und ein Mitschüler erzählte mir dann, ja, es würde Aliens oder Außerirdische halt wirklich geben und die würden in UFOs herumfliegen. Am Tag zuvor muss wohl irgendeine Sendung zum UFO-Thema gelaufen sein. Damals war mir das Thema ja ganz fremd, aber so der Gedanke, vielleicht irgendwann mal Chewbacca persönlich zu begegnen, ja, oder die Chance zu haben, war dann natürlich dann ziemlich verlockend. Und wie der Zufall es so will, war es so, dass ich dann mal mit meiner Mutter beim Einkaufen war. Und da lag dann da ein Buch vom Delfin Verlag. Und das beschäftigte sich mit UFOs und wenn man schon mal den Zufall dann überstrapaziert, es war natürlich auch ein Buch für Kinder. Und ja, ich habe mich dann in die Thematik eingelesen, fand damals, da kann ich mich noch daran erinnern, auch so diesen Kelly Hopkinsville-Vorfall da in Kentucky recht interessant, wo so kleine koboldartige Kreaturen aufgetaucht sind, die eine Farmerfamilie da behelligt haben. Die haben die dann mit Schrotflinten zwar begrüßt, aber die Aliens sind dann immer schön brav geblieben und hat, glaube ich, dann auch dahingehend mich dann so geprägt, dass so diese Insassengeschichten oder diese Humanoiden angefangen haben, mich dazu interessieren. Ja, wie ging's weiter? Ich hatte ja mit meiner Mutter damals ja einen Deal, dass, sagen wir mal, alles, was so im Bereich Spielzeug oder Comics geht, das musste ich von meinem eigenen Taschengeld bezahlen. Bücher übernahm sie. Das ist russische Pädagogik, wenn man so will. Und das führte dann dazu, dass ich dann eben ja praktisch mich in die Thematik eingelesen habe. Ich habe die Bücher von Erich von Däniken gekauft, von Ernst Meckelburg. Peter Krasser hatte dann also einen entsprechend großen Bestand an der Literatur. Das ging dann ein paar Jahre so weiter, bis ich dann 1988, damals war ich 18 Jahre alt, so die ersten kleinen zaghaften Artikelchen veröffentlichte, damals beim Roland Thorn. Der hatte da irgendwie so ein Skylight aktuell, also es war so ein kleines A5-Heft, das da eben halt dann gedruckt wurde und veröffentlicht im Rahmen von Interessenten. Ich habe dann auch im Journal für UFO-Forschung der GEP publiziert und bin dann auch gleichzeitig dann in die Münchner UFO-Gruppe eingestiegen, die damals dann vom Moritz Venturini geleitet wurde. Und hier lernte ich dann eben halt den Herrn Keller kennen. Also das war ein Deutsch-Amerikaner, der war mit einer Amerikanerin verheiratet. Und pendelte eben halt aufgrund beruflicher Aktivitäten immer zwischen den USA und Deutschland hin und her. Und der Herr Keller war ja Mitglied beim Center for UFO Studies. Kennt man wahrscheinlich, ist ja die Gruppe, die 1973 vom J. Allen Hynek gegründet wurde. Der war ja auch Berater da von der amerikanischen Luftwaffe und hat sich da
Nachdem der Conan Report erstmal erschienen ist, dann sind die Wege dann auseinandergegangen. Und Hynek meinte also, dass die Luftwaffe ihn hasst und er hasst die Luftwaffe. Und aufgrund dessen war es dann so, dass er seine eigene Gruppe gegründet hat. Und wie der Zufall es so wollte, weil dieser Herr Keller, der bei uns auch Vorträge gehalten hat, mein erster Ansprechpartner, und er hatte dann aufgrund der Vorträge, haben sich ja bei uns ja auch UFO-Zeugen gemeldet, und dann war es so, dass er mich zu den entsprechenden Falluntersuchungen mitgenommen hat. Ja, und hat mir dann so Stück um Stück beigebracht, wie man Falluntersuchungen durchführt, wie Fragebogen eben halt dann aufgebaut sein müssen, wie die ganze Recherche abläuft. Also er hat mich eigentlich so ausgebildet, wie in den USA die Leute von QFOS ausgebildet werden. Also ich habe ja auch die entsprechenden Manuals da gehabt, diese Handbücher. Und bin dann selber auf eigene Falluntersuchungen dann eben halt dann auch aufmerksam gemacht worden, habe die dann auch entsprechend dann mit untersucht, beziehungsweise wurden dann Berichte an mich herangetragen. Und das lief dann auch noch so weiter, bis ich den Dr. Johannes Fieber kennengelernt habe. Ich glaube, der erste Kontakt war 87, 88. Und zu der Zeit beschäftigte sich Johannes ja mit mehr mit Präastronautik, also den Thesen des Erich von Däniken, hatte aber damals schon starkes Interesse am UFO-Phänomen und da eben halt dann auch an den Nahbegegnungen, also Führungsberichten, Begegnungen mit so merkwürdigen Wesen, die da wahlweise in irgendwelchen Räumlichkeiten auftauchen oder die dann im Freien beobachtet werden, und hat sich dann darauf spezialisiert. Und daraus ergab sich dann eben halt ein Austausch, und er hat dann angefangen, dann zum Thema zu publizieren. Also Die Anderen ist ja ein recht bekanntes Buch, ja auch innerhalb der UFO-Szene. Daraufhin meldeten sich bei ihm dann eben halt dann auch immer mehr Zeugen. Dann erschien noch ein zweites Buch, ich glaube, das hieß dann Kontakt. Und zum Schluss war es eben halt dann so, dass die Anzahl der Zeugen relativ hoch war, sodass er dann eben weitere Zeugen dann an mich weitergeleitet hat. Das heißt, ich hatte dann auch mit dem Entführungsphänomen zu tun. Und interessant an der Geschichte war, dass der Johannes damals ja praktisch nicht nur mit den Zeugen zu tun hatte, sondern hat ja auch eine Psychologengruppe gehabt. Also er hat ja dann im gesamten Bundesgebiet da nachrecherchiert nach Psychiatern, nach Psychologen, die entsprechend sich mit dem UFO-Entführungsphänomen beschäftigen könnten, ja, wo das Interesse besteht. Und es fanden sich dann wirklich Personen, die eben da mitgemacht haben, in dieser Psychologengruppe mit dabei waren. Und das war dann meistens so, dass die Abductees, die mit Johannes Fieber zu tun hatten, dann auch mit diesen Psychologen eben halt dann zu tun hatten und mit mir. Also es war dann praktisch so ein Arbeitstausch, den wir hatten, und in so einer Sonderpublikation, die im Knau Verlag erschien, also das UFO-Syndrom, konnte ich dann eben halt dann auch zum Thema publizieren. Wie ging es denn dann noch weiter? Du hast wirklich eine sehr lange, sehr intensive Beschäftigung mit dem Ganzen. Mhm. Und wir haben noch so viele Themen heute, deshalb muss ich da ein bisschen weitertreiben. Aber vielleicht noch kurz, was waren, wenn du das in einem Satz sagen sollst, was sehr schwer ist, aber vielleicht schaffst du, oder vielleicht ist interessant, was da rauskommt. Was war es, was dich wirklich fasziniert hat? Was war es, was dich so lang, so intensiv dran arbeiten hat lassen? Ich meine, wenn man reich werden will oder, keine Ahnung, erfolgreich oder was auch immer, dann ist das einfach kein sehr gutes Feld. Da gibt es viele andere Dinge. Das heißt, das macht man wirklich, wenn man extrem fasziniert ist davon. Was war das für dich? Man kann es kurz machen. Wir leben effektiv in der Matrix. Mhm. Das heißt, die Welt, die wir eigentlich jetzt hier so vor uns sehen, ich meine, der Schrank, der jetzt hier beispielsweise, die Bücherschränke, die jetzt hier bei mir im Arbeitszimmer stehen, oder der Tisch, die sind halt dann so freundlich und verhalten sich dann, sagen wir mal, im Sinne der Naturwissenschaften. Das heißt, da geschieht jetzt nichts Außergewöhnliches. Es gibt keine paranormalen Phänomene, die sich da einstellen. Das heißt also, ich lebe in so einer kleinen Insel, der Glückseligkeit, wo sich halt alles so verhält, wie es sollte, nach den Naturgesetzen. Es gibt aber auf der anderen Seite, vor allem wenn man sich dann mit dem Entführungsphänomen beschäftigt, es
geht ja noch viel weiter. Also es ist ja nicht nur so, dass da irgendwelche Wesen sind, die Menschen entführen oder medizinische Untersuchungen durchführen, sondern da kommen verschiedenste paranormale Phänomene mit hinein. Ich hatte es ja schon kurz erwähnt, wie gesagt, so Poltergeister, Geistersichtungen, Dinge bewegen sich dann eben halt dort. Das sind also, ja, das UFO-Phänomen ist für mich eigentlich so ein Beweis oder ein Beleg, also persönlicher Beweis rein subjektiv, dass die Welt, in der wir uns bewegen, wesentlich mehr zu bieten hat als das, was wir so im Tagesbewusstsein wahrnehmen. Stichwort der multidimensionale Kosmos, ne? Da kommen wir jetzt schon zur Arbeitshypothese, genau. Ja. Ja, aber wollen wir nicht vorgreifen. Also nur noch kurz zum Geschichtlichen. Mhm. 1995 hast du ein Buch herausgebracht, wo du dich also mit 25 Fällen von Entführungsopfern beschäftigt hast. Wie war jetzt nochmal schnell der Titel? Unheimliche Begegnungen, Forschungsbericht. Unheimliche Begegnungen, ein Forschungsbericht, genau. 1995, das war... 97 war es. Ah, 97, okay. Dann habe ich das gleich auf der Website falsch, muss ich dann ausbessern. Oder ich habe es da falsch. Jedenfalls zu einer Zeit, wo das also noch nicht sehr weit verbreitet war im deutschsprachigen Raum. Was waren denn da so die Reaktionen? Bitte? Was waren denn die Reaktionen auf dieses Buch? Denn zu dieser Zeit war das ganze Thema ja noch nicht wirklich so weit verbreitet im deutschsprachigen Raum. Also Die Reaktionen, ja gut, also sagen wir mal, es gab relativ wenig Resonanz in dem Bereich. Zum einen habe ich ja schon relativ früh, sagen wir mal, Thesen vertreten, die nicht dem Mainstream entsprochen haben. Also ich habe beispielsweise darauf hingewiesen, dass ich mit Zeugen zu tun hatte, die außerkörperliche Erfahrungen hatten. Das war Mitte der 90er Jahre, hat man mich halt dann angeguckt, wie halt ein Spinner, der irgendwie zwei verschiedene Phänomene miteinander in Verbindung bringt. Zwischenzeitlich ist es aber so, ich meine, das wissen wir spätestens jetzt seit John Mack oder diesem Forschungsband Alien Discussions, da gab es ja so eine Konferenz in den Örtlichkeiten des MIT, wo ja verschiedene Falluntersucher eben halt dann aufgetreten sind und auch darauf hingewiesen haben, dass diese ganzen paranormalen Phänomene also wirklich fester Bestandteil des Ganzen sind. Die Resonanz war relativ gering. Also das einzig Positive war eben halt, dass sich dann bei mir weitere Zeugen gemeldet haben. Und ich dann sozusagen hier den Bereich der Falluntersuchung eben halt dann da am lebenden Objekt fortsetzen konnte. Aber ansonsten hatte ich eigentlich dahingehend schon mal einen Exotenstatus, weil ich natürlich dann auch, sagen wir mal, so Bereiche der Kryptozoologie mit eingeflochten habe oder weil mir das auch aufgefallen ist, wie gesagt, mit diesen ganzen paranormalen Geschichten. Also es hat auch schon wirklich Beiträge gegeben, die von Redaktionen nicht genommen wurden. Ich kann mich dann an eine Geschichte erinnern, ich will die Redaktion da nicht nennen. Da hat man dann bei mir angerufen und gesagt, wo ich denn diese ganzen Informationen her habe. Habe ich gesagt, es waren 4, 5 verschiedene Zeugen, die mir das so geschildert haben und die hat dann also dann sinngemäß gemeint, die hätte das noch nie gehört und folglich könnte sie das dann nicht publizieren. Gut, das ist jetzt natürlich dann zwischenzeitlich ein bisschen anders geworden. Ist aber ziemlich harte Einschränkung, wenn dann nur Sachen publiziert werden dürfen, von denen sie jetzt schon gehört hat. Also nicht sehr innovationsfreundlich. Ja, in dem Bereich, ich weiß nicht, ob wir das noch mal dazu kommen, es ist halt in der UFO-Szene so, es wird nicht alles publiziert, nicht nur, weil gewisse Redaktionen oder Magazine oder Redakteure eben halt Probleme damit haben. Es ist halt so, dass das UFO-Phänomen, wenn der Unterschied zwischen dem gelesenen UFO-Phänomen, also wenn ich mir jetzt beispielsweise ein Buch von Bud Hopkins kaufe oder von David Jacobs, und zwischen dem, was mir Zeugen berichten, da sind stellenweise Welten dazwischen. Weil UFO-Forscher kreiden dann natürlich dann immer gerne an, ja, die bösen USA, die haben jetzt hier die Geheimhaltung, also im Bereich der UFO-Forschung, aber Fakt ist natürlich, dass unliebsame Details gar nicht genannt werden. Wir haben es ja immer wieder mit diesen komischen Deckerinnerungen, die dann, aber da kommen wir ja dann zu den Fällen, wo halt dann gesagt wird, dass gewisse Elemente eben nicht zum UFO-Phänomen gehören, sondern das sind Deckerinnerungen und die gehören da eigentlich gar nicht hin, sondern sind dann eigentlich dann nur Füllefanz. Es ist einfach ein sehr komplexes Phänomen und ich glaube, man hat sehr lange gebraucht, um überhaupt herauszufinden, dass eben diese paranormalen Anteile da auch offenbar dazugehören. Ich glaube, das war für viele schwer zu schlucken.
Ist noch immer schwer zu schlucken, glaube ich, für viele. Also. Ja, es kommt immer darauf an. Also es gibt ja, gut, also was jetzt Vorbilder anbetrifft, ich bin ja von der Persönlichkeit her so gestrickt, dass ich eigentlich keine Vorbilder habe. Aber es gibt einen Parapsychologen, der ist 1990 erschossen worden. Das ist der Scott Rogo. Und Scott Rogo hat ja eine ganze Reihe von Entführungsberichten untersucht. Unter anderem auch einen, der da sich 1955 abgespielt hat. Da in Kalifornien, da waren also zwei Frauen betroffen, die da ein bisschen abseits auf so einer Farm gelebt haben. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, das nennt sich Tujunga oder Tujunga Canyon. Und da war es eben halt so, dass dann praktisch neben den üblichen Szenarien, die wir kennen, also dass sie dann an Bord des UFOs waren, dass da so merkwürdige Wesen rumgelaufen sind, dass da eben halt dann auch entsprechend außerkörperliche Erfahrungen aufgetaucht sind, und zwar jetzt nicht nur bei den Zeugen, sondern eben auch Stellen, also nicht bei den Zeugen, sagen wir mal, der ersten Kategorie, also die dann wirklich entführt worden sind, sondern eben halt dann auch bei Personen, die jetzt im weiteren Umfeld dann eben halt dann auch mit denen bekannt waren. Es war beispielsweise eine, ja, also die beiden Frauen waren halt ein Pärchen und die waren dann noch mit einem anderen Pärchen befreundet und eine von diesen Damen saß in einem Wagen und dann tauchte halt ein UFO auf und dann hatte sie eine außerkörperliche Erfahrung. Das heißt, sie sah eben halt dann also praktisch, sie, also das Bewusstsein, die Wahrnehmung befand sich dann also über dem Wagen. Und sie konnte runterschauen, sah ihren Körper über sich eben halt an dieses Objekt und fand sich dann wieder in ihrem Körper wieder und das UFO war weg. Und das natürlich 1955, wo Gruppen wie beispielsweise APO oder NICAP, kennen wir ja von KIO, also von dem ehemaligen, ich weiß gar nicht mehr was der war, also der war auf jeden Fall beim amerikanischen Militär und hat dann auch so die erste zivile UFO-Gruppe gegründet. Es war also zu Zeiten, wo jetzt ja, NICAP und APRO hier die entsprechenden Falluntersuchungen gar nicht angefangen haben, wenn da irgendwelche Ufonauten praktisch gemeldet werden, sondern die sind dann nur ausgerückt, wenn Objekte gesehen werden. Also damals waren ja schon Berichte mit Aliens, galten ja fast schon als unanständig und sind ja auch kaum irgendwie bearbeitet worden oder recherchiert worden. Ja, warum glaubst du, war das so? Ich denke, das Phänomen an sich ist, man versucht ja, also der eigentliche Konsens dürfte wahrscheinlich sein, dass also, dass man versucht, das UFO-Phänomen so im Rahmen der Wissenschaft praktisch so hinzubekommen, dass es ja anerkannt ist. Das heißt, der Gedanke, dass Außerirdische mit Weltraumschiffen herkommen und dann also wirklich auch eine, ich will mal sagen, eine seriöse Mission haben, dass also gewisse nachvollziehbare, rationale Dinge tun, die für uns zwar nicht nachvollziehbar sind, aber die dann doch irgendwo, sagen wir mal, der Ratio nicht völlig verlustig gehen. Und da passen, sagen wir mal, Wesen, die so bizarr aussehen, stellenweise völlig unmögliche Kleidung tragen und irrsinnigste Dinge tun, passen da nicht rein. Aber es ist halt so, im Jahr 54 war ja auch so ein Jahr, in dem sehr viele Humanoidenberichte dann eben halt dann gemeldet worden sind. Also in Italien, in Frankreich, in Deutschland, im nördlichen Südamerika. Das heißt, da musste man sich spätestens damit auseinandersetzen. Oder dann 73, das Jahr der Humanoiden, da hat es ja hunderte Fälle gegeben, wo diese Kreaturen da rumgelaufen sind. Also da musste man sich dann damit auseinandersetzen, ob man wollte oder nicht. Du hast auch mit Johannes Fieback zusammengearbeitet. Kannst du über diese Zusammenarbeit ein bisschen was erzählen? Ja, die Zusammenarbeit sah so aus. Also getroffen hatten wir uns, wie gesagt, 87 oder 88 hier in München bei diesen AS-Meetings. Also wir beide waren ja damals Mitglied bei der Ancient Astronaut Society. Das ist ja die Gesellschaft, die sich da mit den Thesen des Erich von Däniken beschäftigt. Und da Johannes damals ja in der Nähe von München lebte, war er regelmäßig dort. Und ich habe natürlich dann mit im zarten Alter von 17 Jahren natürlich die Gelegenheit ja ergriffen, habe mich dann zu ihm gesetzt, wir haben uns dann unterhalten.
Und ja gut, also die Chemie hat halt gestimmt und wir hatten durchaus ähnliche Ansichten zur Präastronautik beziehungsweise eben halt dann auch zum UFO-Phänomen. Und als ich dann 88 angefangen habe zu publizieren, hatte dann meinen Namen auch in den Magazinen ja dann gesehen und 90 habe ich dann mit den Fallrecherchen angefangen und dann hat sich das einfach so ergeben, dass ich ihm einfach mal so ein paar Fallrecherchen von mir zugeschickt habe. Ich wollte halt wissen, was er davon hält, weil damals hatte ich ja schon so die ersten Berichte über diese bizarren Kapuzengestalten, die da ja bei Einzelzeugen dann aufgetaucht sind, wollte einfach wissen, was er davon hält, ob das seiner Meinung nach jetzt phänomenologisch irgendwo, naja, in den UFO-Bereich reingeht oder ob das eher mit Geistererscheinungen oder Ähnlichem zu tun hat. Dann hat er mir seine Berichte geschickt und irgendwann mal war natürlich der Anruf, dass er so viele Zeugenberichte bekommt, dass er das alleine jetzt hier nicht mehr bewerkstelligen kann. Und da er ja wusste, dass ich ja diese, also in Gänsefüßchen diese Ausbildung, diese Kufus-Ausbildung hatte und halt wusste, wie Falluntersuchungen eben halt dann durchzuführen sind, hat dann entsprechend Zeugen dann an mich weitergeleitet und ich habe mir die Berichte entsprechend angehört und so hat sich das dann ergeben, dass wir eigentlich einen ständigen Austausch hatten. Das begann bei Kuriositäten, dass er mir dann irgendwelche Artikel dann zugeschickt hat zu meiner Information oder ich habe ihm dann neue Fallberichte. Also es war ein reger Austausch. Wir haben uns ja eben halt dann auch bei diesen Meetings dann auch getroffen und es war eigentlich, um festzustellen, was denkt der eine, was denkt der andere über diesen Fall, wie sieht es mit dieser Arbeitshypothese aus, weil ich hatte ja da die, und ich bin ja berühmt-berüchtigt dafür, dass ich ja verschiedensten Arbeitshypothesen ja schon angehangen bin, musste dann aber immer feststellen, dass die Faktenlage dann doch dagegen sprach und dann habe ich dann entsprechend gewechselt und es war ein Gedankenaustausch. Also ich denke, das war für mich sehr fruchtbar, weil ich dann eigentlich, es war ganz interessant zu sehen, wie er, also wenn praktisch so zwei Personen, die sich mit der Thematik gut auseinander, also intensiv auseinandersetzen und sich damit auskennen, war für mich immer interessant, wie sieht er die Sache, geh mit mir da die Keule davon in jungen Jahren oder andererseits konnte ich ihm eben halt dann auch so Informationen geben, weil ich ja damals ja schon mit meiner Humanoiden-Datei zu tun hatte, hat er dann auch gefragt, ob ich ähnliche Fälle in meiner Datei habe. Also es waren ja dann zum Schluss 1000 Fälle, was ich hatte. Und es war halt einfach ein Informations- und Datenaustausch. Hast du diese 1000 Fälle alle selbst recherchiert in deiner Datenbank oder sind es teilweise, also du wirst nicht alle selbst recherchiert haben, nehme ich nein, an. Also du hast, nein, also es war die hast du also auch übernommen, ne? Also, das war übernommen. Also ich habe sagen wir mal, die seriöse Fachliteratur, ich bin ja ein großer Anhänger ja auch von Jacques Vallée, habe den ja auch komplett bei mir hier stehen, habe ja seine Datensätze übernommen, dann die vom Ilobrand von Ludwiger habe ich dann übernommen, natürlich von John Keel, ja, ist ja auch so eine ganz wichtige Person, dann und dann habe ich natürlich vom Center for UFO Studies ja auch diesen Fallkatalog da bekommen über die Vorfälle in 73, dann Fallkatalog aus Frankreich von 54, den habe ich dann auch übertragen, aber die das Ganze hat sich dann im Wohlgefallen aufgelöst, weil ich dann in als ich dann schon digital online war, habe ich dann Albert Rosales kennengelernt, also was heißt kennengelernt, also ich weiß zwar, wir haben mal halt telefoniert und uns da ausgetauscht per E-Mail und er hat ja, also der sammelt ja Berichte ja schon seit Jahrzehnten und er hat jetzt 8.000 bis 10.000 Stück, hat er auch bei UFO Infocom entsprechend publiziert und die hatte mir dann komplett auf Word-Datei zukommen lassen. Ich habe das Ganze dann ausgedruckt und habe dann die 8000 Fälle, glaube ich, in eineinhalb Jahren so durchgelesen. Unglaublich, also viel Arbeit, viel Zeit. Du hast schon erwähnt, also Entführungsphänomen hat dich offenbar von Anfang an fasziniert und ich kann mir schon vorstellen, dass da die Arbeitshypothesen sich die Klinke in die Hand drücken. Irgendwie. Weil, da kommt man schon ins Grübeln. Und du hast dich auch mit der Skinwalker Ranch offenbar ein bisschen näher auseinandergesetzt oder sehr intensiv, weiß jetzt nicht genau. Jedenfalls kann man da auch Fragen zu diesem Thema. Die Utah Ranch wird sie, glaube ich, auch genannt, ist ja auch im letzten Buch von Ilobrand von Ludwiger recht prominent erwähnt, UFOs ein Missverständnis. Die zeigt, da ist eigentlich ein Beispiel eines Hotspots, das also wirklich zeigt, was da alles zusammenspielt. Kannst du ein bisschen was über die Utah Ranch erzählen?
aus deinen Einsichten. Bevor ich da zu den aktuellen Vorfällen komme, gibt es halt eine ganz interessante Randnotiz. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das dahingehend irgendeine Bedeutung hat. Und zwar die Ureinwohner von Utah, ich weiß jetzt gar nicht mal, wie der Indianerstamm hieß, also Utahs oder Uitas, bei denen war es so, als die ersten weißen Siedler nach Utah gekommen sind, haben die, also diese Ureinwohner von Utah, sich mit denen eben halt dann zusammengetan, um gegen die Navajos zu kämpfen. Und bei den Navajos war es halt so, die Navajos hatten ja zwei verschiedene Arten von Kampftaktik. Die erste Kampftaktik war so, wie wir das kennen, das heißt, man setzt sich auf das Pferd und zieht dann eben halt dann gegen den Gegner los. Die zweite war sozusagen, magisches Kämpfen, magisches Kriegen oder wie auch immer. Das heißt also, man weiß heute, dass die Navajos diesen Stamm verflucht haben. Und die Navajos hatten eben halt so ein merkwürdiges, dämonenartiges Wesen, bei dem ich mir jetzt momentan nicht sicher bin, ob das jetzt ein menschlicher Magier ist, der also praktisch als Shapeshifter, als Gestaltenwandler in Erinnerung tritt. Das ist der Skinwalker, also daher leitet sich ja auch der Titel des Buchs ab, Hunt for the Skinwalker, da von Keller her und Knapp, dass er vor ein paar Jahren in den USA erschienen ist. Und es gibt halt gewisse Anhaltspunkte, dass, ich halte ja von Flüchen und ähnlichem mehr nicht sonderlich viel, aber es ist tatsächlich so, dass viele Elemente dort beschrieben werden auf diese Gorman Range. Also die Familie soll angeblich Gorman heißen. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch nur wieder ein Deckname ist oder ob das jetzt wirklich die Gorman-Familie ist. Also der langen Rede, kurzer Sinn, es scheint tatsächlich so zu sein, dass dieser Skinwalker oftmals in Form eines Wolfs erscheint. Also durchaus auch vergleichbar eben halt dann mit den Werwölfen, die wir hier kennen, mit der Eigenheit, dass er sich auf allen Vieren fortbewegen kann oder eben halt dann also bipedal, also auf beiden Beinen. Und das ist halt interessant, so die erste Konfrontation von diesem Mr. Gorman war die, dass dann ein überdimensional großer Wolf, der auf vier Pfoten lief, sich über seine Rinder oder seine Kühe hergemacht hat. Er hat dann also angefangen, seinen Revolver zu ziehen, hat also, ich glaube, das war irgendwie eine Magnum oder so, hat dann also auf die losgeschossen ohne jene Wirkung, griff dann zum Gewehr und er traf die Kreatur zigmal, aber scheint sie dann überhaupt nicht interessiert zu haben. Die machte sich dann also auf und davon, Mr. Gorman ihr nach und man merkte, das war also damals Winter, hörten plötzlich die Fußspuren auf. Und bei den Navajos war es ja so, dass die ja auch so einzelne Elemente für sich einsetzen konnten, unter anderem eben halt dann auch den Blitz. Allerdings dann eben halt dann nicht nur in der Form, also in Form eines Blitzeinschlages, sondern es hieß, die könnten dann eben halt dann auch Phänomene erzeugen, die also ganz ähnlich sind wie Kugelblitze. Und da ist es halt so, ich weiß jetzt nicht, wer die Geschichte kennt, also es war tatsächlich so, dass die Familie Gorman da auf diese Ranch praktisch gezogen ist. Und da erlebten die also eine ganze Reihe von völlig bizarren Geschichten. Da war eine Tierverstümmelung mit dabei, mysteriöse kastenartige schwarze Objekte flogen darum und ähnliches. Und ein wichtiger Teil, also bei den Objekten, die, sagen wir mal, UFO-ähnlich sind im allerweitesten Sinne, das waren so, so transparente, blau leuchtende Kugeln, bei denen es aussieht, oder so aussah, als ob da im Inneren so eine Flüssigkeit ist, irgendwas Liquides. Und der Beschreibung nach ähnelt das halt dann schon irgendwo einem Kugelblitz. Und dann war es so, dass bei einem Fall war Mr. Gorman und Mrs. Gorman, die waren dann auf dem Lande wohl irgendwie unterwegs, flog da so eine Kugel auf die zu und bei beiden brach völlige Panik aus. Ja, also das heißt, die liefen dann sofort wieder ins Haus zurück und in einem anderen Fall, und der verlief dann also tödlich für die Hunde, war es so, dass so eine blaue Feuerkugel, also es war keine Feuerkugel, sondern so auch wieder so eine von diesen halbtransparenten blauen Kugeln, die war allerdings dann etwas kleiner, oder es waren mehrere Kugeln, die tauchten dann auf und dann waren die Jagd oder die Schutzhunde von den Gormans eben halt dann ganz wild auf, die haben die verfolgt und es sah also aus der Ferne so aus, als ob diese Kugeln mit denen eben spielen. Das heißt, die bewegten sich auf und ab und die Hunde eben halt dann auch entsprechend dann haben versucht, nach denen dann zu schnappen, verschwanden und Mr. Gorman war sich schon klar, dass irgendwas passiert. Er rannte dann los, er hörte dann eben halt dann nur so einen jaulenden Ton und dann war es tatsächlich so, dass dann also diese Kugeln
weg waren und er die drei Kadaver seiner Hunde gefunden hat. Soweit ich das in Erinnerung habe, waren die dann also entweder verbrannt oder sonst irgendwie oder völlig dehydriert. Also ich müsste da nochmal nachschauen. Auf jeden Fall. Die Details sind jetzt im Endeffekt nicht so wichtig, aber Fakt ist jedenfalls, dass also diese Familie, die dort hingezogen ist, weil sie dort einfach dieses Land bewirten wollte, schließlich, glaube ich, einfach entnervt das Handtuch geworfen hat und dort weggezogen ist. Genau, richtig. Und danach kamen die Leute um Bob Bigelow, glaube ich. Also es gab damals dieses National Institute for Discovery Science. NITS hat sich also dann dort, also NITS heißen die abgekürzt, ja, genau, die haben sich dann dort eingenistert. Aha. Und haben dann begonnen, nach diesen Erzählungen das zu untersuchen und haben auch tatsächlich nachweislich, deshalb erwähnt es auch Iloban von Ludwig in seinem Buch, festgestellt, dass dort also sogenannte paranormale Phänomene stattfinden, und zwar verschiedensten Couleurs, also ohne jetzt alle durchzugehen, aber da gab es so Fenster, die sich auftaten, wo jemand... Ja, da kam dann der Sasquatch raus. Ja, genau, ja. Wo ja, Vielleicht diesen Vorfall, wenn wir den noch exemplarisch ein bisschen näher beschreiben mit dem Sasquatch. Du meinst jetzt die Geschichte mit dem Sasquatch? Es gibt noch einen anderen Bericht, wo die dann so, naja, so echsenartige, ich mache das vielleicht kurz, dann kann ich dann beide Berichte bringen. Es war so, dass also dann von diesem NITS-Team eben halt dann also zwei Leute unterwegs waren und da war es dann so, dass also praktisch von diesen beiden nur einer diese Erscheinung wohl wahrgenommen hat. Ich glaube, das war der Fall. Und da war es eben halt dann so, als ob sich jetzt also praktisch in unserer dreidimensionalen Realität ein Fenster öffnet und aus diesem Fenster eben halt dann eine Kreatur schritt oder kam, die eigentlich ziemlich dem ähnelte, was wir als Sasquatch kennen. Der Unterschied bei den beiden Beobachtern war, der eine hatte ein Fernglas und der andere ein Nachtsichtgerät. Und der, glaube ich, mit dem Nachtsichtgerät, der sah gar nichts. Und der mit dem Fernglas, der konnte dann eben halt dann diese Kreatur auch sehen. Und dann schloss sich eben halt dann dieser Vorhang und das Wesen lief dann weiter. Also das ist halt dann die eine Geschichte, die dann überliefert ist. Bei der anderen war es so, dass die dann mit einem Fahrzeug wohl unterwegs waren, beziehungsweise zu Fuß. Ich glaube, die Geschichte kriege ich da soweit nicht mehr zusammen. Und dann saßen dann auf einem Baum wohl zwei Kreaturen. Und da war dieser Mr. Gorman mit dabei und der hat die dann unter Feuer genommen. Und irgendwie fielen die dann also von dem Baum runter, da es aber total finster war. Konnte man nicht genau sehen, wohin. Die nahmen dann also Scheinwerfer bzw. Taschenlampen, haben dann angefangen, die zu verfolgen. Das Interessante ist, die Wesen haben sie dann nicht mehr gekriegt. Von denen sah man also, als sie oben auf den Bäumen saßen, also nur diese roten Augen, also diese rot leuchtenden Augen, die übrigens ja auch leuchten, wenn sie jetzt nicht direkt mit Licht angestrahlt werden, sondern eben halt also scheinbar von innen heraus leuchten können. Und also dieser Mr. Gorman hat dann mit ein oder zwei Mitarbeitern die dann verfolgt, hat die aber dann nicht bekommen. Interessant waren halt dann die Fußabdrücke, die sahen so aus wie von einem Velociraptor. Ja, also, das war eigentlich dann ganz interessant. Ja, also ziemlich verrückt hört sich das Ganze an, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen was über NITS sagen. Also die haben... Ja, also dieser Robert Bigelow ist ja in der glücklichen Lage, mehrfacher Milliardär zu sein. Und er hat also dieses National Institute for Discovery Science gegründet, um eigentlich drei verschiedene Dinge herauszufinden. Erstens mal gibt es ein Leben nach dem Tod. Die zweite Option ist, was ist das Bewusstsein? Ja? Und die dritte Option bezog sich, glaube ich, entweder auf außerirdisches Leben oder auf UFOs. Und NITS hat dahingehend eigentlich auch ganz gute Arbeit geleistet. Die haben jetzt beispielsweise sich auch da mit diesen schwarzen Dreiecken, also beschäftigt, die da ja zuerst, kennen wir ja also aus Belgien da in den 80er Jahren, beziehungsweise sind die ja dann 2000, haben die ja dann rüber gemacht in die USA und kurz davor 98, 99 im Yukon. Da haben sie dann eben halt eine eigene Arbeitshypothese dann eben entsprechend zusammengestellt. Über die paranormalen Geschichten weiß ich nur, dass die dann mit diesen Remote-Viewern stellenweise wohl zusammengearbeitet haben. Dann war die Geschichte da mit diesen Implantaten. Also die haben dann die entsprechenden Implantatsforschungen
mit bezahlt oder mitfinanziert, also diese, die Roger Lear eben halt dann durchgeführt hat. Und der Höhepunkt und eigentlich dann auch bald darauf das Ende von der Aktivität war dann die Skinwalker Ranch. Ja. Und da haben sie also sehr viele Dinge gesammelt und ich nehme aber an, dass das meiste noch nicht im Public Domain ist. Also ich glaube nicht, dass sie da alle ihre Forschungsergebnisse veröffentlicht haben. Also meine Referenz ist da eigentlich nur dieses eine Buch da über die Skinwalker Ranch. Bei mir ist es halt dann aber so, ich war ja dann ein bisschen neugieriger und habe ja bei den UFO Utah UFO Hunter mal nachgefragt. Da gibt's ja einen Ansprechpartner, der nennt sich selber Alien Dave, die habe ich da mal entsprechend kontaktet und da ist es halt so, dass dann in der Zeit, wo die Falluntersuchung war, also dieser Bigelow beziehungsweise Nitz, also peinlichst darauf genau darauf geachtet haben, dass sonst niemand in das Areal kommt. Also es war dann wirklich, ich weiß jetzt nicht, ob die da Security hatten, aber es war so, dass diese UFO-Hunter da eben nicht reingekommen sind. Ja. Ja, wie gesagt, also das meiste ist sicherlich noch nicht im Public Domain. Aber auch das, was also durchgesickert ist, oder das, was publiziert wurde, sagen wir so, ist ja schon spannend genug, würde ich sagen. Kurze Ansage in eigener Sache, der Chat, beziehungsweise der ganze Server ist dem Ansturm heute wieder mal nicht ganz gewachsen. Sorry, vielleicht relativ sparsam mit dem Chat und vor allem keine Reload-Orgien, also ein paar Fragen habe ich ja schon identifiziert, auf die wir dann sowieso eingehen werden. Mhm. Es gibt dann immer wieder auf der ganzen Welt Hotspots, also ist das neue Modewort dafür. Puerto Rico ist eine, ja. Aber ein anderer Hotspot ist ja ganz in der Nähe von hier, Knittelfeld, inzwischen auch von MUFON CES bereist und beforscht, vor allem Gerhard Kröschel. Gibt es ja auch eine Spezialausgabe, die letzte, also die Sendung vor dieser, passt da recht gut zusammen, irgendwie, dass wir da heute gleich weiterreden sozusagen. Knittelfeld, was sagst du eigentlich zu diesen ganzen Entwicklungen, die sich in dieser Kleinstadt da abspielen? Also dazu muss ich natürlich sagen, ich war so nie in Knittelfeld. Also in der Regel ist es halt so, dass ich mich dann entweder auf die Leute verlasse, die dann da dort waren, wo ich dann also praktisch die Referenz habe, oder ich fahre dann eben halt dann selber hin. Knittelfeld hat sozusagen, oder ich habe die Wege von Knittelfeld noch nicht gekreuzt. Das, was ich jetzt an Informationen habe, das habe ich ja weitgehend ja von deiner tollen Sendung und den super Interviews. Ich erkenne natürlich relativ viele Dinge wieder. Also dieses massive Auftreten von den Objekten, dann auch die Schilderungen der Zeugen, dass ja da mit diesen beiden Hirschen da, die oder waren das Hirsche, die ihn da auf so einer Autofahrt begegnet? Naja, waren das Hirsche? Hirsche weiß ich jetzt nicht, also oder Rehe oder Hirsche, das weiß ich jetzt nicht. Ja, aber genau. Ob es überhaupt irgendwelche Tiere dieser Art waren, ist ja irgendwie nicht so ganz klar. Ja, genau, das kennen wir auch aus dem UFO-Entführungsphänomen heraus. Also als ich das erste Mal gehört habe, hat es bei mir gleich Klick gemacht, weil ich natürlich die Schilderung aus diversen Entführungsbüchern heraus kenne. Das taucht immer wieder als Element auf. Und dann natürlich dann sagen wir mal, das, was die Zeugen da als Sekundärphänomen geschildert haben, dass dann da paranormale Phänomene sich ereignen, auch diese merkwürdige Kugel, die dann also in den Wohnraum hineinflog und dann wieder raus, die kenne ich auch. Also nicht die Kugel, sondern also ich kenne entsprechende Schilderungen auch und so diese merkwürdigen Gestalten, die sich oftmals bizarr verhalten, die dann da, ich glaube, bei denen im Garten aufgetaucht sind. Und was ja auch kurz erwähnt wurde, war dieser Man in Black Fall. Da weiß ich natürlich nur das, was der Herr Gröschel mal kurz bei seinem Vortrag erwähnt hat. Es gibt da einen sehr bizarren Man in Black Vorfall in Knittelfeld. Ja, was kannst du da so drüber erzählen? Ich meine, ich habe die Geschichte gehört, aber ich möchte es jetzt eigentlich nicht so weitergeben, weil ich es direkt gehört habe. Und ja, gut, also man kann sagen, dass also so diese Men in Black so in den 50er, 60er Jahren das allererste Mal aufgetreten sind. Ja, aber nicht in Knittelfeld jetzt, aber... Nein, also... oder vielleicht doch, wer weiß. Nicht auf Knittelfeld, sondern ich dachte das jetzt so allgemein. Kannst du ruhig auch allgemein ein bisschen was drüber erzählen, aber ich möchte dann schon auf Spezielle hinkommen. Mhm.
Wie gesagt, zu dem Speziellen kann ich nichts sagen, weil ich den Fall soweit nicht kenne. Also ich habe das interessant gefunden, so dieses bizarre Verhalten, weil ich ja selber mal einen Fall untersucht habe. Da hat sich bei mir also ein Zeuge gemeldet, das war ein Fall aus dem Jahr 2000 aus Frankfurt. Der war so bei seiner Überlandfahrt und beobachtete, also wenn er nach rechts blickte, also er fuhr also ganz normal auf eine Landstraße und rechts von ihm war eben halt Wald und da tauchte so ein torpedoartiges Gerät auf oder ein Flugkörper. Zuerst dachte er, dass das ein Zeppelin ist, aber er sah halt wirklich aus wie ein Torpedo, also als ob da irgendein unsichtbares U-Boot gerade ein Torpedo abgeschossen hat. Und dieser Torpedo flog eben halt dann also praktisch da entlang dieser Baumreihen und verschwand nach einiger Zeit. Und der Zeuge dachte sich da, ja, war natürlich dann schon entsprechend verwundert, aber konnte sich das auch nicht erklären. Aber meinte, dass das vielleicht irgendwelche neuartigen Flugkörper sind oder Raketen oder ähnliches. Dann stellte sich dann allerdings ein etwas bizarrer Vorfall ein, und zwar der 2 bis 3 Wochen später stattfand. Der Mann hatte also Spätschicht, kam nach Hause und plötzlich tauchte, also wenn man also in sein Haus reinkommt, ist ja rechts so eine Grünfläche und da sind so verschiedene Büsche und alles Mögliche. Und da kam dann eben halt dann so eine bizarre Gestalt heraus, angezogen wie ein Leichengräber, allerdings in Kleidung, die also viel zu groß war. Also er ging regelrecht in der Kleidung unter und meinte dann also, das sei ein Objekt von der Bundeswehr, also von der deutschen Bundeswehr gewesen. Und er dürfe darüber nicht reden, das sei ein Geheimversuch. Und er dürfte da unter gar keinen Umständen sich an die Öffentlichkeit wenden. Und das Bizarre an der ganzen Geschichte war das, dass er, während er sprach, enorme Probleme mit der Sprachgeschwindigkeit hatte. Das heißt, er fing normal an, wurde dann extrem schnell, dann blieben seine Lippen stehen, die Stimme war weiterhin zu hören. Er fing dann wieder an zu reden, allerdings extrem langsam. Ja, das ist wirklich das Schräge. Also genau so eine Schilderung habe ich auch schon gehört von jemandem, der sich also sehr ähnliche Schilderung und das ist sehr oft beobachtet. Also ich meine, was man davon halten soll, weiß man wirklich nicht mehr. Also weil wenn ich weiß nicht, selbst wenn es ein Roboter ist, dann geht ihm die Batterie aus und er fängt an langsamer zu sprechen. Das ist so. Das ist bescheuert. Ja. Irgendwie. Ich habe ja schon im Vorfeld ja schon mal gesagt, man sollte ja nicht immer davon ausgehen, dass das UFO-Phänomen rationale Ziele verfolgt. Also, das ist das Problem, glaube ich. Bitte? Das ist das Problem, glaube ich, an dem Ganzen. Weil, okay, ja. Ich hatte ja im Vorfeld ja schon John Keel erwähnt. Der hat kennt ihr sicherlich so diese Mottenmann-Geschichte, die sich da zugetragen hat im Jahr 1967. Ja. Wo da dieses geflügelte Wesen herumgeschwebt ist dann durch die Luft und später tauchten dann auch noch merkwürdige MIB-artige Gestalten auf, also auch diese Herren in Schwarz, UFOs, alles Mögliche. Und die Kernthese von John Keel ist halt die, dass wir es hier mit kosmischen Spaßvögeln zu tun haben. Das heißt also, dass dann im Endeffekt das Ganze muss gar keinen Sinn ergeben oder zumindest keinen für uns nachvollziehbaren, sondern die machen sich da einfach einen Spaß. Es gibt auch noch weiterführende Spekulationen. Also gerade die Briten neigen ja jetzt speziell zu dem, dass das vielleicht irgendwelche Wesen sind, die in Erscheinung treten und dann irgendwie von unserer emotionalen Energie sich ernähren oder also anders kann man viele von diesen spukartigen, von diesen schreckgespenstartigen Szenarien eigentlich nicht nachvollziehen. Also ich denke nicht, dass das wirklich eine planende Intelligenz ist, die irgendein bizarres Männchen losschickt, das nicht mal vernünftig reden kann, in einem Anzug, der 4-5 Nummern zu groß ist. Das macht keinen Sinn. Nein, das macht in der Tat keinen Sinn. Aber sehr vieles, eben was da berichtet wird, macht leider nicht allzu viel Sinn. Was ist jetzt mit Knittelfeld, fragt 999. Und nicht ganz zu Unrecht. Was ist denn jetzt deine... Also okay, du warst noch nie selber dort, du recherchierst ja sehr viel selbst. Also in dem Fall halt noch nicht. Hast du eigentlich vor, mal nach Knittelfeld zu fahren?
Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich momentan, was jetzt die Falluntersuchung anbetrifft, in der glücklichen Lage bin, dass ich jetzt so viele offene Falluntersuchungen momentan bei mir anstehen. Vor allem eben halt dann auch diese merkwürdigen Geschichten jetzt mit diesen schwarzen Hubschraubern, wo ich ja auch noch explizit auch nochmal mit den Zeugen mich unterhalten will. Also ich denke, so bald werde ich nicht nach Knittelfeld kommen, weil ich jetzt auch hier schon Fallberichte so nach und nach abarbeite, die sind ein halbes Jahr alt oder ein Dreivierteljahr. Dann werden wir zu denen noch kommen. Aber jetzt nur, was ist jetzt dein... Hast du irgendeine Art von Resümee oder was ist deine Einstellung zu den Sichtungen? Also aufgrund der Unglaublichkeiten, die die beiden Zeugen und ja auch andere Zeugen ja auch beschrieben haben, gehe ich wirklich davon aus, dass mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit also dieses Phänomen oder das Phänomen dort zum Tragen kommt, dass wir auch so dem UFO-Phänomen, was dem UFO-Phänomen eben halt nahe liegt. Also mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit. Weil das, die Aufnahmen und das Bildmaterial, also sehr viel ist ja noch nicht veröffentlicht, aber ich habe zum Beispiel in der letzten Sendung hatte ich das Glück, dass ich ein paar Bilder erhielt, die ich posten durfte. Was sagst du dazu? Da bin ich kein Bildanalytiker. Okay, ich auch nicht. Das Problem ist eben halt, auch wenn ich jetzt beispielsweise meine eigene Falluntersuchung durchführe und sobald Bildmaterial in irgendeiner Form vorliegt, schicke ich dann an die MUF und CES, beziehungsweise bitte dann die Zeugen, das dann an die MUF und CES weiterzuleiten. Also, weil wir sind eigentlich nur zwei und da ist es halt dann so, dass also Bildanalysen schon von jemandem gemacht werden sollten, der da auch echt Ahnung davon hat. Ja, na, das ist ja nicht sehr einfach. Okay, das heißt also, du hast aber vor allem auch eigene Recherchen in ein Phänomen, das einfach sehr, sehr weit gestreut ist von Phänomenen, von paranormalen Vorfällen, wo man überhaupt keine rationale Erklärung oder irgendeinen Sinn überhaupt sehen kann, wie zum Beispiel, also ich erinnere an diese beiden Rehe, die sie da im Wald gesehen haben und dann haben sie offenbar 1,5 Stunden verloren und wissen natürlich darüber nichts mehr. Entführungsfälle etc. Und dann unidentifizierte Objekte, auch in jeder Größe, also Stephenville Lights und so weiter, Phoenix Lights 97 und jeder Form und auch teilweise überhaupt keine soliden Objekte mehr, sondern ja, Energieformen, whatever. Also ich meine, man braucht nur die Fotos anschauen, die wir zum Beispiel in der letzten Sendung in dem Interview mit Gerhard Gröschel besprochen haben. Ich meine, keine Ahnung, was das ist, bitte. Aber bin für Vorschläge offen. Mhm. Und daneben gibt es aber auch, und ich komme jetzt noch kurz auf das zu sprechen, und dann möchte ich ein bisschen allgemein noch zum Schluss auf dein Resümee bisher zu sprechen kommen. Aber wie gesagt, du machst sehr viele eigene Recherchen. Eines dieser Recherchen geht jetzt gerade in die Richtung dieser schwarzen Helikopter. TR-3B, also die schwarzen Dreiecke erforscht du auch, aber vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, was da so deine aktuellen... Ich meine, schwarze Helikopter, ich habe selbst schon schwarze Militärhelikopter in Wiltshire gesehen, es gibt da eine Spezialsendung online mit Andrew Buckley, die du, glaube ich, kennst, wo er Unglaublichkeiten erzählt, die da in Kornkreisen in Wiltshire vor sich gingen. Muss man sie ein bisschen durchkämpfen durch das Englische, aber es ist echt völlig schräg. Für mich leichter als das amerikanische Englisch. Ja, für mich auch, ja. Aber völlig schräg. Aber du hast auch also mit diesen schwarzen Helikoptern ganz seltsame Erfahrungen bzw. Fälle, die du da recherchierst? Ja, das ist richtig. Ich hatte eigentlich dass diese schwarzen Helikopter natürlich dann also bei Tierverstümmelungen oder speziell bei Abductions immer wieder gemeldet werden, war mir klar. Ich hatte dann einen Zeugenbericht, der von meinem Kollegen Peter Kleinschmidt untersucht worden ist. Das war ein Fall irgendwo in Erding oder in Ebersberg, da müsste ich dann nochmal genau nachschauen. Und da war es dann so, dass praktisch eine Bauernfamilie, die da also eben halt so ein eigenes Land hat und mit Viehbetrieb mal geschildert hat, dass sie eines Nachts lagen dann im Schlafzimmer, sind dann also von Scheinwerfer angeleuchtet worden durch das Fenster hindurch. Die standen dann eben halt dann auf, öffneten das Fenster, um zu sehen, was da eigentlich los war und beobachteten so einen, futuristisch geformten, stromlinienförmig gestalteten Hubschrauber, der in 3, 4, 5 Metern Entfernung eben halt dann von ihrem Zimmer aus zu sehen war. Der stellte dann also das Licht aus, ja, also das heißt, sie wurden dann nicht mehr geblendet und da kannten den eben da auf Höhe dieses des Stockwerks, also das war der erste Stock.
Und ja, hinter diesem Instrumentenpanel saßen zwei Piloten, die waren so schwarz angezogen, hatten dann schwarze Helme und wurden von diesem Instrumentenpanel angeleuchtet, sodass man die dann erkennen konnte. Und ja, also zu der Zeit war es dann auch so, die hatten praktisch, das war die Mutter des Zeugen, die hatte damals Krebs, ist auch zwischenzeitlich gestorben. Und bei der war es halt so, dass sie in der Nacht nicht schlafen konnte und sie saß dann meistens in der Küche und hat dann Zeitung gelesen oder sich dann Tee gemacht oder ähnliches. Und die bemerkte halt dann auch das Licht. Und das heißt, die ging dann ans Küchenfenster und bemerkte eben halt dann, dass da irgendwas schwebt. Und die Zeugen waren sich dann ziemlich sicher, dass sie diese Pilotenkanzel gesehen haben, die beiden Piloten da drin und eben halt dann also Teile vom Rotor. Und dann schwebte das Ding praktisch nach oben davon und war weg. Und nachdem ich den Bericht veröffentlicht hatte bei mir auf dem Blog, meldete sich bei mir ein weiterer Leser, es war ein Stammleser von meinem Blog, und der hat ein ähnliches Erlebnis wohl gehabt, das war damals in Baden-Württemberg, und kann mich dann nicht mehr so ganz genau an den Vorfall erinnern. Er war auf jeden Fall irgendwie mit dem Wagen unterwegs, bemerkte mehrere Hubschrauber, die aber völlig lautlos waren. Also da war wirklich Totenstille. Also es waren jetzt keine Schleichflughelis oder so, was die amerikanische Marine da im Küsteneinsatz oder die amerikanische Küstenwache im Einsatz hat, sondern es waren dann also wirklich absolut lautlose Hubschrauber, die da rumflogen. Und ja, dann hatte ich dann einen entsprechenden Eintrag wieder bei mir auf dem Blog, lautlose Hubschrauber, und habe dann gemerkt, dass relativ viele Zeugen mit diesem Suchbegriff auf meinem Blog kommen. Und dann meldete sich dann bei mir letztes Jahr eine Zeugin, der Vorfall muss sich im Juli oder Oktober ereignet haben. Die lag auf der Dachterrasse, hörte Musik, aber nicht über Kopfhörer, sondern die hatte so ein kleines Radio daneben, relaxte halt auf so einer Liege, trank etwas, und dann hat sie dann, muss 22, 23 Uhr gewesen sein, bemerkt, dass eben halt dann praktisch in der Richtung, in der sie lagen, Hubschrauber ihr entgegenkam. Also sie konnte dann die Silhouette ja ganz gut erkennen, war ja auch genug Streulicht da, um also zu sehen, dass da ein Hubschrauber angeflogen kommt. Was sie allerdings dann völlig perplex machte, war der Umstand, dass der total lautlos war. Also sie hat mir dann gesagt, das sei dann also irgendwie wie so ein Himmelsgespenst. Plötzlich aufgetaucht, hätte sie überflogen. Dann hat sie dann auch noch das Radio ausgemacht, um überhaupt irgendwas zu hören, aber es war Totenstille. Also hätte sie die Augen zugehabt, hätte sie nicht mal mitbekommen, dass da ein Hubschrauber überhaupt ja unterwegs ist. Und das Ding war weg, und ja, sie setzte sich dann ans Internet, gab einen lautlosen Hubschrauber und kam durch den Suchbegriff dann eben halt dann auf meine Seite. Und einen ähnlichen Fall hat sich dann, also einen ähnlichen Fall habe ich dann von einem 15-Jährigen zuerst gemeldet bekommen. War eine etwas komplexere Geschichte. Also sein Großvater war mit seiner Frau und der Enkelin da im Großraum Freiburg, glaube ich, war das. Also ich kann mich jetzt an die Stadt nicht mehr genau erinnern oder an den Ort. Also es war im Umfeld von Freiburg. Waren die dann mit den Fahrrädern unterwegs und wurden von einem tieffliegenden schwarzen Militärhubschrauber. Also er sah halt aus wie so ein, wie einer von diesen Stealth-artigen Hubschraubern entsprechend überflogen, war aber total lautlos. Und das Interessante bei dem Zeugen, der stammte ursprünglich aus Jugoslawien, der war also früher bei der jugoslawischen Luftwaffe, hat dann als Feuerwehrmann gearbeitet, ist dann nach Deutschland übersiedelt, hat dann auch hier als Feuerwehrmann gearbeitet und kannte sich mit Rettungshubschraubern aus, kannte sich mit Polizeihubschraubern aus, war auch allgemein eben halt dann an allem interessiert, was sich dann so in der Luft bewegt, also bis auf UFOs, und war völlig perplex darüber, dass es also Hubschrauber gibt, die in so geringer Höhe fliegen können, ohne irgendein Geräusch zu verursachen. Und ja, das waren dann eigentlich jetzt so 4 oder 5 Fälle, die uns gemeldet worden sind. Kurioserweise alle aus dem, bis auf einen, also den einen da in Erding oder Ebersberg, müsste ich nochmal nachgucken, das weiß ich jetzt so nicht, kamen die halt alle aus Baden-Württemberg. Okay, und ich meine, bei diesen schwarzen Helikoptern, das sind ja keine UFO-Sichtungen im klassischen Sinne, denn sie, meine, sie sind zwar nicht identifiziert meistens, nehme ich an, also da werden wahrscheinlich keine Markierungen oben sein, aber gut, es scheint sich dabei um terrestrische Technologie zu handeln, aber glaubst du, dass das halt einfach lautlose Hubschrauber sind, oder glaubst du, dass das irgendeine Tarnung für was anderes ist? Was glaubst du, was hinter diesem Phänomen steht und warum die da herumfliegen? Also wer fliegt da rum? Also was da jetzt genau eigentlich hinter dem Phänomen steckt, weiß ich nicht. Also
Ich kann halt nur sagen, also ich kenne diese lautlosen Hubschrauber, kenne ich ja vom Mutilation-Phänomen. Also es gibt eine ganze Reihe von Berichten über Tierverstümmelungen, wo diese schwarzen Hubschrauber entweder Kadaver transportiert haben. Es gibt auch einen Fall da aus Dulci, da ist mal so ein gelandeter Helikopter dann tatsächlich beobachtet worden von einem Sheriff, der da unterwegs war. Das war eine total bizarre Geschichte. Da waren die Piloten von diesem Hubschrauber oder die Besatzungsmitglieder, also die sahen irdisch aus. Die hatten dann irgendwelche merkwürdigen schwarzen Uniformen. Die manipulierten da an der toten Kuh herum und zogen aus ihr einen Fötus heraus. Konnten den aber nicht verschwinden lassen, sondern der Sheriff tauchte da gerade auf. Die ließen also Fötus und Kuh liegen und liefen wieder in diesen Hubschrauber rein und flogen davon. Und das Bizarre war, und das war ja dann auch bei den UFO Hunters, also da gibt's ja da diese interessante Fernsehserie, das Interessante war, dass diese UFO Hunters Crew bei diesem Sheriff war und der Sheriff Aufnahmen von dieser Kuh gemacht hat und auch Aufnahmen von diesen Fötus. Und dieser Fötus, da habe ich also noch so Screenshots gemacht, habe ich bei mir auf dem Blog. Der Fötus sah aus, ich kann den eigentlich gar nicht mal richtig beschreiben, wie eine bizarre Mischung aus Mensch und Kuh. Also es ist, also man muss sich die Bilder angucken. Es ist absolut strange. Sind die auf deiner Website? Die sind auch bei mir auf meiner Website. Mhm. Ich habe da so einen eigenen Tag, der nennt sich Mutilations, also Verstümmelungen. Mhm. Und da habe ich sicherheitshalber praktisch ja nicht nur die Dokumentation gebunkert, sondern habe auch Screenshots gemacht von diesem Wesen, weil es ist ja meistens so, dass dann die Dokumentationen dann recht schnell ja wieder gelöscht werden oder verschwinden. Aber dieses Wesen sieht absolut bizarr aus. Also dem Menschen ähnlicher Kopf, der ganze Körperbau ist, wie gesagt, völlig untypisch. Ich wüsste jetzt nicht, womit ich das in irgendeiner Form vergleichen könnte. Ja, letztens gab es da auch, und ich glaube, ich habe es in den Crop FM News gehabt, gab es da auch eine Ziege, die Kreuzung zwischen Mensch und Ziege oder Schaf oder so. Das ist dann, da wird's gruselig. Die jetzt noch kurz zu einer anderen, also diese schwarzen Helikopter sind jetzt was, das also sich wirklich unterscheidet von diesen teilweise fast schon abstrakten Energiekugelphänomenen. Also es gibt einfach ein riesiges Spektrum an Sichtungen, aber es gibt eben auch Sichtungen dieser klassischen Raumschiffe. Vielleicht relativ kurz einfach noch eingehen auf die TR-3B. Mhm. Das ist so eine Typenbezeichnung. Ob es jetzt stimmt, kann natürlich keiner sagen. Schwarze Dreiecke in verschiedenster Größe, 89 in Belgien, 97 in Phoenix, 2007 glaube ich, Stephenville Lights, gab da auch ein Interview mit Linda Moulton Howe, hat man sie, glaube ich, auch gesehen. Was hast du denn aus deinen Recherchen zu diesen Dingern herausgefunden? Ja, also ich habe einmal einen Zeugen gehabt, der war, der stammte ursprünglich, oder er wohnt nach wie vor noch in Kaiserslautern. Seine Schwester hat einen amerikanischen GI geheiratet, die ist dann nach Oseo gezogen. Oseo, müsste ich nochmal nachschauen, was das für ein Bundesstaat ist. Der hatte eigentlich eine ziemlich klassische Sichtung gehabt, nachdem also dieses Oseo scheinbar nur aus ein paar Häusern besteht, wurde es ihm da relativ schnell wieder langweilig. Er fuhr dann also los mit seinem Pickup-Truck und war auf der Landstraße unterwegs und bemerkte eben halt in einiger Entfernung irgendwas, was er zuerst für die Brücke hielt, weil das Ding also über der Straße schwebte und normalerweise schwebt ja nichts über der Straße, es sei denn, es ist eine Brücke. Er fuhr dann etwas näher dran heran und da kam ihm das aber schon spanisch vor, weil das war ja wirklich, da war ja nichts, da war ja landwirtschaftlich betriebene Areal dort und er blieb dann also stehen, blendete die Scheinwerfer von seinem Wagen auf und irgendwie hatte sein Pickup wohl auch oben auf dem Dach zusätzliche Scheinwerfer. Und er richtete seine Scheinwerfer eben mal halt dann auf dieses komische Ding und erkannte eben, dass das da so ein schwarzes Dreieck ist, das dann über der Straße hing. Und nachdem dieses Dreieck wohl gemerkt hat, dass da einer ist, zog es eben halt dann so langsam in die Höhe davon, überflog ihn und war dann weg. Und der Fall an sich ist eigentlich ziemlich typisch, weil diese Dreiecke aus welchen Gründen heraus auch immer besonders häufig, also man kann fast schon zu 90-95% sagen, entweder über Häusern hängen, sie schweben über Straßen beziehungsweise über Brücken. Und wenn sie mal in der Luft unterwegs sind, werden sie oftmals eskortiert von irgendwelchen Militärjets beziehungsweise von Hubschraubern.
Und was ja sehr interessant ist, ne? Also, und was ja entweder ist es eine Kooperation oder ja. die Dinge können einfach uns, ich meine, uns. Das ist richtig. Es gibt noch eine andere Kuriosität, und zwar ist es so, dass wir über dem Stadtgebiet von Seattle also mindestens drei Sichtungen haben, die sehr interessant sind. Das waren also echte Nahbegegnungen. Und einer von den Zeugen, der hat sich also auch bei der MUFON gemeldet, und der Fall ist auch von der MUFON untersucht worden, der hat praktisch über einer Boeing-Anlage so ein schwarzes Ding gesehen, das eben halt dann aufgestiegen ist, das sei dann eben halt dann herumgeflogen und dann praktisch davongeflogen in den Bereich, wo er also praktisch mit dem Auto dann nicht mehr nachfahren konnte. Und es gibt ja auch ja so eine Triangle Alley, die beginnt irgendwo im Bundesstaat Washington, also praktisch da, wo auch Seattle ist, geht dann also durch Oregon bis hinein nach Kalifornien, und gerade in dem Areal werden extrem viele von diesen Dreiecken ausgemacht, und so, dass man tatsächlich durchaus auf den Gedanken kommen könnte, dass ja es fix Flugrouten gibt, wo diese Objekte eben halt dann auftauchen, wo sie dann entlang fliegen und dann eben halt dann auch von Militär entsprechend begleitet werden, die dann vielleicht irgendwelche Neugierigen in Flugzeugen abhalten sollen, sich dem zu nähern. Interessant ist in der Hinsicht natürlich dann auch bei dieser belgischen Welle, da hat es ja auch einen Fall gegeben, wo ja zwei F-16-Jets ja aufgestiegen sind, um eines von diesen Dreiecken dann zu catchen. Gleichzeitig war es ja so, dass dann diese Objekte dann auch vom Zivilradar beziehungsweise vom Militärradar aufgenommen worden sind oder registriert worden sind. Das Lustige war, nachdem also die beiden F-16-Jets schon das Lock-On hatten, das heißt, es war also schon eine Zielerfassung, gab dieses Dreieck ein sogenanntes Jamming-Signal, das ist ein Störsignal, ab, das dann die beiden Piloten irritierte und zischte dann mit 1800 Kilometern davon. Das ist halt schon merkwürdig, dass ein, naja, potenziell außerirdisches Flugvehikel, ja, wenn man das mal unterstellen, auf ein irdisches Störsignal zurückgreift. Und diese Jamming-Störsignale kennt man ja aus den Luftkämpfen, wo es dann eben halt dann darum geht, sozusagen einen Verfolger irgendwie abzuschütteln und ähnliches. Ja, glaubst du, dass es sich bei diesem TR-3B-Phänomen um terrestrische Entwicklungen handelt? Schwer zu beantworten, weil die natürlich dann auch über der Skinwalker Ranch beobachtet worden sind, und wir haben ja alleine im Jahr 96 haben wir ja 4 bis 5 Entführungsfälle, die also, wo diese Triangeln dann eben halt dann praktisch mit dabei waren. Es gibt auch ein ganz gutes Buch zum Thema Black Triangle Abduction. Da ging es dann eben halt dann auch um Zeugen, die da entführt worden sind. Das waren also alles in allem 4 Zeugen. Und die Hypnose-Regression, die dann angewendet wurde, stammte auch von einer Dame, die auch das professionell macht, die also aus dem nicht aus dem UFO-Bereich kam, sondern der Hauptzeuge hat die Dame kennengelernt, als er eine Entziehungskur machte fürs Rauchen. Das hat er dann mit Hypnose behandeln lassen und hat dann eben halt geschildert, dass er während dieser UFO-Sichtung so ein Missing Time hatte. Und da tauchten die natürlich dann auf. Kann natürlich auch sein, dass diese Objekte, also diese Dreiecke wirklich militärisch sind und dass diese Entführungserfahrungen einfach nur induziert werden. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber es gibt dann auch die Geschichte da mit diesem Dimethyltryptamin. Ja, wir haben nur mehr 15 Minuten, also we have to get to the chase. Ja gut, ich mach's kurz, also es kann durchaus sein, dass man dann eben halt vielleicht... 10 Minuten haben wir eigentlich noch. Nein, aber warte mal, also es gibt da zum einen eine interessante Aussage von Rot im Chat, 1800 km/h ist aber langsam, naja, also langsam ist nicht, aber in welcher Zeit hat denn dieses Dreieck auf 1800 km/h beschleunigt? Soweit ich weiß, sofort. Okay, das ist nämlich die Geschichte, ne? Also die Beschleunigung, die dann da aber ist enorm, ne? Genau. Ja, also die Entführung, ja, ist, es gibt also diese MeLab-Geschichte, also MeLab ist jetzt irgendwie so der Überbegriff geworden in den letzten Jahren. Wo jetzt genau herkommt, weiß ich gar nicht, aber Helmut Lammer hat zum Beispiel einmal ein Buch darüber geschrieben, Verdeckte Operationen, glaube ich, und das ist 97 rausgekommen, weißt du das zufällig? Das war 97. Und das ist ja eigentlich noch immer das Standardwerk, obwohl er sich jetzt da irgendwie verabschiedet hat von dem Thema, was ich auch irgendwie verstehe, denn
Da kommen dann jetzt schon Bereiche, also wenn das stimmt, gell? Also wenn tatsächlich diese Entführungsopfer dann entweder teilweise überhaupt nur von ganz terrestrischen Kommandos entführt werden oder nach echten Entführungserlebnissen dann unter Anführungszeichen unechte haben, weil die werden genauso entführt wie vorher, nur von jemand anderem, um dann zu schauen, was mit denen passiert ist. Wenn also Zweiteres zutrifft oder Ersteres, dann ist es sehr unheimlich, wenn es überhaupt, also die Tatsache, und ich sage jetzt mal Tatsache, dass also Menschen diese Entführungserlebnisse haben, ist schon unheimlich genug. Aber wenn dann auch noch das dazu kommt, und dann wird es wirklich unangenehm, weil dann tun wir uns das teilweise auch selber an. Ne? Aber dass dieses Phänomen an sich, das also so dermaßen komplex ist, dass wir es unmöglich in 50, 60 Minuten darstellen können. Ich glaube, du hast das jetzt sehr gut gemacht, du hast da ein sehr breites Spektrum gezeigt. Aber das ganze Phänomen, was glaubst du, wo geht es hin, wo steuert es hin? Was ist, ich meine, diese Frage stellst du dir natürlich wahrscheinlich pausenlos und eine Theorie folgt der anderen. Was ist denn deine aktuelle Theorie? Was passiert da? Ja, nein, und ich möchte es durchaus in dem Kontext sehen. Was ist deine jetzige Theorie? Weil die kann sich durchaus verändern. Also wird ja, ich bin da ja flexibel. Also ich bin da ja nicht fixiert auf eine einzige Arbeitshypothese. Es gibt eigentlich zwei Dinge, die ja mir so im Kopf herumspuken. Das eine ist, ich bin ja ein großer Anhänger von John Keel. Und da ist es natürlich so, dass das UFO-Phänomen in so vielen Facetten und die dollsten Dinger habe ich hier noch gar nicht mal gebracht, die in so vielen Facetten einfach völlig paradox ist und auch nicht damit erklärt werden kann, dass die anderen Wesen einfach nur irgendwie anders ticken oder eine andere Kultur haben, sondern es sind wirklich Kuriositäten, die eigentlich weder für Planung stehen noch für Intelligenz jetzt im rationalen Sinne. Dass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass wir es hier mit einem Phänomen zu tun haben, das einfach irgendeine Form von bizarren Humor hat, was man ja auch stellenweise bei diesen Cattle Mutilations ja auch kennt, da werden Kühe mal auf einen Baum gelegt oder ein Hirsch mal auf so eine Hochspannungsleitung oder beispielsweise so die diversen brasilianischen Fälle, wo dann diese Objekte dann einfach sich einen Spaß draus machen, hier die Zeugen so lange zu verfolgen, bis sie dann irgendwie auf den Boden krachen, die warten dann, also bis sie dann wieder sich aufrappeln können und verfolgen sie dann weiter. Also das macht meiner Meinung nach keinen Sinn, könnte wirklich diese kosmischen Kobolde-Theorie unterstützen vom Keel. Valet geht ja von so einem Kontrollsystem aus, daran glaube ich zwischenzeitlich nicht mehr. Die zweite Hypothese ist, dass eben halt diese ganzen bizarren Geschichten sich einfach dadurch erklären, dass man den Zeugen Dimethyltryptamin verabreicht, beziehungsweise Mind Control im allerweitesten Sinne, dass eigentlich dann die Stimmigkeit der Geschichte gar keinen Sinn mehr macht, sondern die sollen sich halt dann einfach nicht mehr daran erinnern, dass sie vielleicht in so einem Nachfolgeprojekt von MK Ultra oder wie das heißt, hier praktisch als ja irgendwelchen Menschenversuchen unterlaufen sind oder zum Opfer wurden. Und das glaubst du aber, dass alle und zu diesen Theorien, die man da spinnt, kann man einen schönen Satz sagen von Cube of Metatron, die Wahrheit von heute ist der Irrtum von morgen. Aber glaubst du jetzt, dass diese Entführungserlebnisse immer Ergebnis von Mind Control sind? Oder ist das die Richtung, in die du im Moment tendierst? Oder glaubst du, dass da tatsächlich auch Entführungsszenarien passieren? Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es dann eben halt dann auch wirklich reale Entführungsszenarien gibt. Nur das Problem ist eben halt, dass also ja praktisch so diese DMT-Probanden, die ja dieser Rick Strassmann hier praktisch bei dieser Versuchsanordnung hatte, als ich das erste Mal gelesen habe, sein Buch zu Dimethyltryptamin, sind mir die Augen rausgefallen. Die Zeugen, die Probanden haben Sachen erzählt, die haben mir meine UFO-Zeugen berichtet. Also praktisch diejenigen, die irgendwelchen Wesen begegnet sind oder die Führungserlebnisse hatten, das ist, also mich hat es gegruselt. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, es hat mich gegruselt, auf der anderen Seite hat es mich geärgert, weil mir irgendwie klar war, das Entführungsphänomen hängt irgendwie damit zusammen. Und da muss ich dann auch für mich selber mich erstmal so von meinen ganzen exotischen Arbeitshypothesen irgendwo verabschieden. Es kann durchaus sein, dass wir tatsächlich mit Menschenversuchen zu tun haben. Man weiß ja, durch Paperclip sind ja praktisch ja schon diese ganzen Nazi-Versuche, gerade so im Bereich der Psychologie oder
im weitesten Sinne der Beeinflussung ja übernommen worden und dann eben halt entsprechend fortgeführt. Also ich halte die These für nicht so abwegig. Die These nehme ich, dass? Dass das ein Führungsphänomen an sich eben halt an irgendwelchen Leuten untersteht, die ja irgendwie eine Schattenregierung innerhalb der USA oder irgendwelche finsteren Kanäle innerhalb des Militärs, die einfach groß angelegte Menschenversuche machen und das Ganze dann eben halt also praktisch so unter dem Alien-Szenario verschwinden lassen. Ich persönlich muss ganz ehrlich gestehen, sagen, also nachdem ich das Strassmann-Buch gelesen habe, halte ich es nicht mehr für so abwegig. Aber wie gesagt, eine Arbeitshypothese beweisen kann ich es nicht. Glaubst du auch, dass neben also diesem Phänomen, also Entführungsphänomen wollen wir jetzt mal außen vor lassen, es gibt ja auch noch ganz völlig andere Kontakte, die ja sehr positiv sind mit irgendeiner Form von Besuchern. Glaubst du, dass diese Kontakte und diese Erlebnisse real sind? Haben wir es da mit Besuchern zu tun, mit Entitäten aus einer anderen Wirklichkeit oder aus einer anderen Welt, die da in unsere Welt eintauchen oder herfliegen oder wie auch immer? Glaubst du, dass es auch also... Meinst du es bezogen auf Channeling oder... Nein, ich meine jetzt, glaubst du, dass wir von außer- oder überirdischen Wesen gerade besucht werden? Das will ich grundsätzlich nicht ausschließen. Also ich denke auch, dass viele historische Berichte sich eben durchaus auch damit erklären können, beziehungsweise, dass das eben halt dann auch Wesen sind, die, gut, ich habe ja schon mal erwähnt, die Hypothese vom Kiel da mit diesen kosmischen Kobolden, dass sie sich dann eben halt dann vielleicht auch einen Spaß machen, hier auch mal den positiven Part zu übernehmen. Ja, und glaubst du, dass das nur eine Art von Besucher ist oder glaubst du, dass da verschiedene Arten von Interaktionen gleichzeitig stattfinden? Das ist relativ schwer zu sagen, aber man kann feststellen, dass so die verschiedenen Alien-Arten oftmals vergleichbare Eigenschaften haben. Also sie können plötzlich auftauchen, lösen sich dann in Luft auf. In vielen Fällen wurde ja auch auf die geschossen, ohne dass dann in irgendeiner Form ein Resultat erzielt wurde. Also es kann auch sein, dass es eine einzige Intelligenz ist, die halt praktisch so eine Art merkwürdiges Maskenspiel betreibt. Es können aber auch dann verschiedene Intelligenzen sein. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Aber es ist eine Interaktion mit einer anderen Intelligenz. Würdest du dich so weit vorwagen oder nicht? Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Wie gesagt, wenn ich jetzt praktisch dann auf die Kielkarte setze, auf jeden Fall. Wenn ich dann allerdings dann unterstelle, dass das UFO-Phänomen vielleicht auch im technischen Bereich vielleicht dann auf irgendwelchen irdischen Entwicklungen beruht und eigentlich der ganze Alien-Mythos eigentlich nur aufgebaut wurde, um exotische Flugvehikel praktisch dahinter zu tarnen, dann nein. Also ich bin mir da nicht sicher. Okay. Also ich kann es wie gesagt nicht ausschließen. Es wohnen da mehrere Herzen, mehrere Herzen in meiner Brust. Also ich kann es so momentan noch nicht sagen. Okay, also das Resümee nach 30 Jahren ist eigentlich, du wartest nur auf für dich eine wirklich brauchbare Antwort. Das Resümee nach 30 Jahren ist, dass das UFO-Phänomen also bedeutend komplexer ist, als es bisher war. Und momentan, wie gesagt, gibt es halt zwei Arbeitshypothesen, die eine mögliche Erklärung wären. Ja. Wobei das natürlich dann auch immer eine Sache ist, die sich dann natürlich dann ändert. Also bei Arbeitshypothesen ist es immer so eine Sache, weil wenn man zu einer neigt, dann ignoriert man ja dann oftmals Aspekte, die für eine andere sprechen. Ja, man muss offen bleiben. Das ist, finde ich, sehr sympathischer Zugang zu dem Ganzen. Und wir sind auch schon wieder in Richtung Ausgang jetzt unterwegs, weil die Sendung ist vorbei. Aha. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Und ich habe zu danken. Dankeschön. Ich hoffe, dass wir das wieder mal wiederholen können. Ich glaube, das ist gerne. Ein sehr interessanter Austausch. Und wir haben heute nur an der Oberfläche gekratzt, wie meistens bei Sendungen zu dem Thema. Okay, ja. Ich wünsche dir einen schönen Abend und dir und allen Zuhörern auch. Und wir bleiben einfach in Kontakt. Auf du jeden bist Fall. Ja auch im Forum vertreten, das heißt also, die Leute können übers Forum auch mit dir in Kontakt treten. Richtig. Es gibt die sehr tolle Website greyhunter.de. Richtig. Und da postest du auch fleißig. Danke und noch einen schönen Abend nach München. Alles klar, danke, wünsche ich dir auch. Ja, das war der Grey Hunter. Und
Ja, nach 30 Jahren tatsächlich, er hat noch keine Antwort gefunden. Und ich auch noch nicht natürlich. Aber wir werden ihr weiter nachgehen. Das nächste Mal Crop FM ist Open End, also ohne Zeitbeschränkung so wie heute, die eh meistens viel zu knapp ist. Es ist eine Ausgabe mit Dr. Nachtstrom, eine Reise in den Kontinent Obskuristan, beziehungsweise durch die Themenlandschaft des gleichnamigen Blogs. Mit dabei sein wird auch Siegfried Grützig, wenn alles passt, besser bekannt unter Matrix 2012. Achtung, das Ganze findet nicht am Freitag in zwei Wochen statt, sondern einen Tag später, am Samstag, den 27. März. Die Uhrzeit wird dann im Ankündiger genauer stehen. Ich bedanke mich bei allen fürs Interesse und fürs Zuhören. Der Chat hat dann wieder, ist dann wieder zum Leben erwacht und nächstes Mal wird es ihn auch geben. Ja, danke fürs Zuhören. Macht es gut.